Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich zeige euch heute noch mal einen Tag, da es jetzt dann am Mittwoch nach Griechenland geht. Endlich Urlaub, mein erster Urlaub. Ohne meine Eltern natürlich. Mit meinem Freund und ja. Dann wollte ich mich noch entschuldigen für die letzte Woche YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Blog. Abstinenz. Sagt man das so? Auf jeden Fall, mir ging es aus gesundheitlichen Gründen einfach, hatte ich keine Kraft dazu, Videos zu drehen oder Blogposts zu fotografieren oder zu schreiben. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Also, ich habe mich total komisch gefühlt. Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen. Und ja, ich hoffe, dass es nicht mehr vorkommt. Das war nämlich echt schlimm. Und ja, jetzt geht es mir aber wieder besser und damit bin ich auch fit, um YouTube-Videos wieder zu drehen. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute nochmal einen Tag, und zwar meine YouTube-Geschichte-Tag. Ich dachte mir einfach, warum nicht, weil ich bin jetzt auch schon über 2 Jahre jetzt bei YouTube, glaube ich, dabei. Und deswegen. Gut, die erste Frage von diesem Tag ist, wie findest du die Person, die ich getaggt hat? Die fällt leider weg, da ich ihn einfach so gemacht habe. Also, ja, ihr habt euch ja Tags gewünscht und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ihr habt mich getaggt. So ganz grob. Also, ich liebe euch. Ich finde euch super. Ich finde mega, wie ihr mich unterstützt oder auch nicht. Ist mir. Ich finde es nicht schlimm eigentlich, wenn ihr mich nicht unterstützt, weil ich mache das ja nicht, um berühmt zu werden oder so. Oder, um Leuten irgendwie zu spaßen, sondern ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht, weil ich euch Tricks zeigen will, weil ich dazulernen will. Also ich habe durch YouTube wirklich viel über Make-up gelernt, wirklich viel. Und ich will ja auch, dass ihr euch wohlfühlt in eurem Körper. Und dafür ist eigentlich mein Kanal so da. Also ich drehe einfach Videos, auf die ich Lust und Laune habe und die ihr euch wünscht, und mache das nicht, ich sehe es auch nicht an als Arbeit oder so, sondern einfach als ein Hobby. Und deswegen, klar, man kriegt mal böse Kommentare, klar, man hat Hater und alles Mögliche, aber es stört mich nicht, das gehört dazu. Ich habe, bevor ich mit YouTube angefangen habe, bin ich mir im Klaren geworden, okay, ich werde Leute haben, die mich lieben, und ich werde Leute haben, die mich hassen. Aber ich akzeptiere es. Wenn mich jemand nicht mag, dann soll er einfach meine Videos nicht anschauen. Fertig. Also, ganz einfach. Dann die nächste Frage ist, warum hast du mit deinen YouTube-Aktivitäten begonnen? Ich habe begonnen, da ich schon immer mich so für Fashion und Beauty interessiert habe. Also ich habe sehr viele Fashion Magazines gelesen, unter anderem, habe auch viele YouTube-Videos geguckt und kannte da damals, wo ich damit angefangen habe, eigentlich noch gar nicht so Blogs und alles. Also das war mir eigentlich völlig unbekannt. Und ich wollte eigentlich nur Spaß haben. Also ich habe es gedreht, weil viele Freunde von mir gesagt haben, boah, Alex, jetzt, du machst so gute Outfits immer an, du bist so, immer, hast immer wunderschönes Make-up drauf. Warum fängst du nicht einfach YouTube-Videos anzudrehen? Einfach, damit man dich nachschminken kann und alles. Also, du schminkst dich einfach so, wie du bist, und das, finden wir alle toll an dir. Und ich habe es eigentlich angefangen, weil meine Freunde mich dazu überredet haben und ich eigentlich schon immer sowas machen wollte. Also, ich habe mir schon immer überlegt, dass ich irgendwie so in diese YouTube-Szene anfange. Aber ich wusste nie, was ich machen sollte, bis halt meine Freunde so drauf gekommen sind. Ja, warum machst du denn nicht einen Fashion, Beauty und Lifestyle-Channel auf? Das kannst du alles und das ist genau dein Ding. Und deswegen habe ich damit eigentlich begonnen.
Und jetzt stehe ich hier. Dann, von wem war das erste Video, das du als erstes bewusst geschaut hast? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt auf YouTube Megan and Liz. Es sind zwei amerikanische Mädels, die singen und vor knapp 3 Jahren auch einen Beauty-Channel angefangen haben. Das waren eigentlich so meine ersten Videos, die ich so mit Beauty und Fashion und Haarestyle und Make-up und all dem Zeug gesehen habe. Und das auch wirklich regelmäßig. Die haben wöchentlich hochgeladen und das habe ich mir dann auch wöchentlich angeschaut. Also es war wirklich so bewusst mein erster Channel, den ich so verfolgt habe. Und der mich dazu auch gebracht hat, einerseits. Dann, die nächste Frage ist, Ärgernis in Bezug auf YouTube. Ja, also ich finde es ganz einfach und ehrlich gesagt scheiße von den Leuten, die sich Videos anschauen, ein einziges Mal. Klar, ich habe manche Videos, die jetzt nicht gerade die besten Make-up-Looks haben oder die besten Outfit-Videos. Ich nehme Kritik gerne entgegen, aber man muss nicht sagen, du bist scheiße, hör auf mit deinem Channel und es mag dich eh keiner. Ich meine, was soll das? Was ist euer scheiß Problem? Ich meine, lasst mich doch machen, ihr müsst es ja nicht gucken. Oder? Und sowas finde ich auf jeden Fall definitiv scheiße von Leuten. Ich meine, ich gehe auch nicht zu denen hin persönlich und sage, ey, du bist scheiße, komm, bring mich um. Oder? Macht das irgendjemand? Nein. Denn ihr seid alle anonym und denkt euch so, ey, es kennt mich eh niemand, deswegen kann ich mal ein paar scheiß Kommentare ablassen. Und das ist scheiße, weil ich meine, man sollte genau die Kommentare ablassen, die man auch einem wirklich ins Gesicht sagen würde, wenn man vor ihm steht. Ich meine, klar, man macht Fehler, aber man lernt doch daraus. Da muss es einer nicht 3000 Mal sagen. Oder man kann es auch kommentieren, aber man muss dann nicht sagen, ey, dein Channel ist scheiße, komm, lösch dein Channel. Ich meine, es ist halt einfach so, dass viele Leute sich ein Video angucken und das dann kommentieren, aber sie gar keine Ahnung haben. Ich meine, manche Videos, wo ich ein paar Fehler gemacht habe, sind über 2 Jahre her. Also fast 2 Jahre her. Und ich meine, ich habe mich jetzt auch weiterentwickelt und weiß, was richtig oder falsch ist, was ich auf YouTube sage. Und dann, klar, man kann es auf dem Video kommentieren. Ja, okay, das war jetzt nicht so gut. Aber dann sollte man wenigstens der Person, die Videos dreht, eine Chance geben, sich auch zu zeigen, dass man sich auch geändert hat. Also man sollte halt, wenn man meine alten Videos guckt, auch mal meine neuen Videos gucken, weil dann sieht man wirklich, wie ich mich entwickelt habe. Und naja, das sind halt einfach Menschen. Dann, welcher war bis jetzt dein bester YouTube-Moment? Mein bester YouTube-Moment war, als YouTube mir eine E-Mail geschrieben hat, wir gratulieren dir ganz herzlich zu 100 Abonnenten. Das hatte ich damals niemals gedacht, dass es so viele wären. Jetzt mittlerweile bin ich bei fast 1000 Abonnenten. Und das ist echt krass, wenn ich mir das so vorstelle. Und ja, dann mein zweiter Moment war, der beste war, als ich zum ersten Mal Produkte zugeschickt habe, als das erste Mal Firmen mich angeschrieben hatten. Damit hatte ich wirklich am Anfang nie gerechnet, einfach. Ich dachte mir so, okay, die großen YouTuber und alles, die bekommen bestimmt irgendwas immer zugeschickt, aber ich bin mal, wie viel war es damals? Sorry, meine Nase geht zu. Ich glaube, damals hatte ich knapp 300 Abonnenten, als das mein erstes Video über Produkte, die ich gestellt bekommen habe, gedreht habe. Da hätte ich niemals damit gerechnet, dass mir Firmen schon zuschicken. Und der drittbeste Moment ist heute passiert. Und so habt ihr auf Instagram eine Fanpage erstellt und ich war einfach so mega krass happy. Ich habe sogar Freudentränen im Auge gehabt, und dachte mir nur so, oh mein Gott, ernsthaft. Es ist gerade wirklich wahr geworden. Also, klar. Das waren jetzt so meine besten YouTube-Momente. Dann, genau, und dann Ärgernis in Bezug auf Videos. Ja, wenn ihr mal die Kommentare durchliest auf mein Geburtstagsgeschenk 2014 oder, ja, das ist eigentlich
das Video, was so am meisten gehatet wird auf meinem Channel. Klar, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht, das gebe ich zu. Ich habe mir das Video auch neuestens angeschaut, aber diese Videos dienen einfach dazu, um zu zeigen, was ich bekommen habe. Und es dient einfach zur Inspiration, dass ihr zu euren Eltern sagen könnt, ja, ich wünsche mir das und das. Und dafür sind diese Videos da, dafür drehen wir YouTuber diese Videos. Und nicht einfach, ey, ich habe jetzt gerade eine Naked Basic Palette für 40 Euro bekommen, leistet euch das auch mal. Dazu dient dieses Video nicht. Und das kriegen mindestens 90% der Menschen einfach nicht mit, dass die Videos einfach da sind, um euch zu inspirieren und nicht um anzugeben, ey, ich bekomme voll viel und meine Eltern sind voll reich. Ich meine, klar, ich bekomme viel zu Weihnachten und zum Geburtstag, aber einfach, weil in meiner Familie ist, an was liegt. Geschenke sagen bei uns halt, du bist uns wichtig, wir kennen dich. Und nicht so, klar, man sollte auch an Weihnachten oder so sagen, ja, Weihnachten ist um die Liebe zur Familie und alles. Das ist bei uns auch so, aber wir schenken uns alle gegenseitig so teure. Wenn ihr meine ganze Familie sehen würdet, dann würdet ihr sehen, wie viel Geld wir eigentlich ausgeben und dass meine Geschenke, die ich bekomme, ganz normal sind. Ich meine, klar, ich komme aus einer anderen Familie als manch andere. Das ist ja ganz normal. Ich meine, jeder hat eine andere Familie, aber jede andere Familie hat aber auch einen anderen Standpunkt, was sie machen sollen und wie viel sie schenken und alles. Da ist jede Familie anders und jede Nation. Von dem her, macht es einfach nicht. Freut euch, dass es so welche Videos überhaupt gibt. Dann, wie bist du zu deinem Accountnamen gekommen? Ja. Mein vollständiger Name ist ja Alexandra Sophie Marie und Alexandra habe ich einfach meinen Namen gekürzt, Alexa. Dann Marie aus Sophie Marie und Beauty, weil es ein Beauty Channel ist. Ja, so bin ich auf meinen Namen gekommen. Tipps für Neulinge. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich euch wünscht, YouTube-Videos anzufangen, es gibt zwar 3 Milliarden YouTuber, fangt einfach an. Ihr müsst ja nicht riesengroß werden mit 50 Millionen Abonnenten und was weiß ich alles. Also, das müsst ihr nicht werden und 3 Milliarden Klicks. Nein, es geht einfach nur um den Spaß. Ich meine, mich freut es auch so weit, wie ich jetzt gekommen bin, aber mich hat es auch gefreut, wo ich 3 Abonnenten hatte und 50 Klicks. Also, fangt einfach an, wenn ihr das wirklich wollt, dann fangt einfach an und dreht Videos. Es kommen schon immer mehr Leute auf euren Channel. Und mit ein bisschen Werbung auf Instagram, Facebook, Twitter bekommt ihr auch mehr Abonnenten. Und mehr Leute werden auf euch aufmerksam. Und alle kleinen YouTuber, wie zum Beispiel mich, wir freuen uns riesig, wenn wir also zusammenarbeiten mit anderen YouTubern. Darauf freuen wir uns riesig. Und es ist einfach wichtig, dass ihr selbst bleibt. Wenn ihr euch verstellt, das merkt man. Wenn ich jetzt zum Beispiel so wäre wie, mir ist es jetzt scheißegal, was ihr von mir denkt, dann würde ich einfach so sagen, ja, also ihr braucht nicht anfangen mit YouTube, weil das bringt eh nichts. So wäre ich dann. Nein, ihr seid einfach euch selbst, sprecht in die Kamera so, wie ihr seid und wichtig ist auch auf YouTube, dass ihr so welche Tags wie die hier dreht, dass alle euch kennenlernen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich auch Spaß haben. Definitiv. Habe ich das schon gesagt, aber habt einfach Spaß bei dem Video. Ja, das war es aber auch schon mit dem Tag. Das Video ist ein bisschen länger geworden. Tut mir leid, aber ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt so an meine YouTube-Geschichte ein bisschen näher dran gekommen und wisst mehr darüber. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende noch. Und einen schönen Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video. Tschüss!